Dann ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz nach dem 0:1 zwischen der SV Elversberg und Erzgebirge Aue. Herzliches Willkommen auch nochmal an die beiden Trainer, Pavel Dotschew und Horst Steffen. Die ersten Worte gehen wie immer an die Gäste. Ich darf Sie um Ihr Statement bitten. Dankeschön. Erstmal Glück auf von meiner Seite. Ja, was soll ich sagen? Ich bin sehr, sehr glücklich heute, dass wir geschafft haben, heute hier zu gewinnen. Das ist nicht selbstverständlich, vor allen Dingen in unserer Situation, die wir hatten. Ich musste auch ein bisschen, auch situationsbedingt, auch ein bisschen verändern, was unser System betrifft. Aber es ist auch nicht nur auch situationsbedingt, das war auch so ein bisschen gewollt, den Gegner auch ein bisschen das Gefühl zu geben, dass die das Spiel dominieren. Das hätten sie sowieso geschafft, weil die bessere Mannschaft sind als uns, ohne Frage. Und das Tabellenführer sind und auf also starke Mannschaft. Und das war schon so zu erwarten, dass die uns spielerisch überlegen. Aber für mich war wichtig, dass wir erstmal versuchen, die Gegentore, die wir letzte Zeit bekommen haben, ein bisschen abzustehen und warten auf unsere Chance. War uns auch bewusst, dass auch die Außenverteidiger vom Elversberg durch unsere Veränderung, dass die viel Freiheit bekommen werden. Aber das ist ja nicht dramatisch, wenn das man bewusst das macht. Und ich denke, dass wir erste Halbzeit haben wir zwei, dreimal Situationen, wo wir auch Glück hatten, ohne Frage. Martin hat zwei, dreimal gut, Martin Menne hat gut gehalten. Auch wie gesagt, dieser Matchglück heute war auch auf unserer Seite. Wir haben selber zwei, drei gute Konterchancen, nicht sauber ausgespielt, aber nichtsdestotrotz, was ich eigentlich damit sagen will, das war schon klar, dass der Gegner uns spielerisch überlegen wird, aufgrund der Tabellensituation, auch insgesamt die Situation. Und habe ich aber immer gedacht und gehofft, dass wir irgendwie so unsere Chance kriegen und Geduld haben. Und es ist genau so passiert. Wir haben einen super Konter ausgespielt, auch super kombiniert vom Tor. Und dann machen wir 1-0, bringen wir über Zeit. Tolle Einsatz, tolle kämpferische Engagement von meiner Mannschaft. Also sozusagen ist alles heute aufgegangen und bin sehr, sehr glücklich deswegen. Und freue mich für die drei Punkte. Und dann Horst und dann Elversberg wünsche ich vom Herzen alles Gute. Und da mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass ihr das nicht durchzieht. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, Horst, wie fallen deine Worte heute aus? Erstmal Dankeschön, Pavel. Euch wünsche ich auch noch eine gute Saison. Das mache ich normalerweise zum Ende, aber schließe da jetzt mal an. Ja, unser Spiel war so, dass wir schon Möglichkeiten hatten. Gerade so ab der 10. Minute kam man besser ins Spiel. Die ersten Minuten waren noch ein bisschen mit Standards und Möglichkeiten von Aue versehen. Wir haben aber auch da schon gemerkt, dass sie immer wieder auch mal Angriffe gehabt haben, die gefährlich waren, wo sie sich durchspielen konnten. Aber nichtsdestotrotz hatten wir eben dann das Spiel doch besser im Griff und viele Möglichkeiten erspielt. Wo ich einfach sage, das läuft bis zum 16er gut, in den 16er sogar gut. Und die Abschlüsse waren halt nicht gut genug heute. Und zusätzlich hatten sie eben einen Torwart im Tor, der dann auch gute Abschlüsse eben nochmal um den Pfosten gelenkt hat mit Fingerspitzen und so weiter. Sodass ich sage, wir sind sicherlich ein bisschen an der wenigen Effizienz gescheitert, zusätzlich eben auch am gegnerischen Torwart. Ja, und selbst als wir da 0-1 hinten lagen, was sich nicht unbedingt andeutete, hatten wir noch ein, zwei Situationen, wo ich sage, jetzt lass doch wenigstens den Ausgleich machen. Wir haben den Ball nicht ins Netz bekommen. Insofern ist das ärgerlich, dass wir das Spiel verloren haben. Es ist ärgerlich, dass der Aufwand, den die Jungs betrieben haben im Vergleich zum Osnabrück-Spiel, sage ich, war es ein besseres Spiel von unserer Seite mit vielen Situationen und Möglichkeiten. Wir müssen uns belohnen. Und das ist jetzt erstmal eine Enttäuschung, die wir verarbeiten werden und müssen. Das Gute ist eben, dass wir relativ schnell wieder am Dienstag gefordert sind und uns darauf freuen können, dass wir noch ein Spiel in der Hinterhand haben. Und so fahren wir nach Duisburg. Dankeschön. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, bitte ein kurzes Handzeichen. Wir haben ein Mikro für euch. Kurze Nachfrage an den Horst Steffen. Herr Steffen, sehen Sie vielleicht auch eine gewisse Drucksituation jetzt, weil ja auch die Konkurrenz dahinter doch regelmäßig punktet? Natürlich ist der Vorsprung noch da, das ist keine Frage. Oder wie sehen Sie die psychologische Lage jetzt für Ihre Mannschaft?
Die psychologische Lage ist so, dass wir Tabellenerster sind und es in der Hand haben, das auch weiterhin zu sein. Ja, das ist eine super Ausgangssituation, die wir haben. Wir sind nicht glücklich mit zwei Niederlagen, die 0-1 ausgehen, und das ärgert uns. Und das sollte Ansporn sein, das nächste Spiel eben in Duisburg so gut wieder zu spielen, dass wir das Ding gewinnen. Aber wir haben einen Saisonendsport, den wir nehmen, worauf wir uns freuen. Wir haben, wie gesagt, eine Ausgangssituation, die einige, die hinter uns stehen, sicherlich gerne hätten. Weitere Fragen bei Philipp Semmler. Die Nachfrage ist ja ganz knapp nur morgen, wahrscheinlich auslaufen, Montag Anfahrt. Trotzdem muss man das ja irgendwie aus den Kleidern kriegen, die Enttäuschung, hast du ja gesagt, oder Sie gesagt, dass da eine Enttäuschung ist, oder das kann man ja schlecht im Training jetzt kompensieren. Nee, im Training wird da nichts gemacht, aber die Jungs kennen auch Situationen, wo sie mal verloren haben. Insofern, wie gesagt, ist das Gute, dass wir am Dienstag schon spielen. Ja, dass wir da einfach uns wieder fokussieren können auf eine neue Aufgabe, auf eine Chance, einen Dreier einzufahren. Und deshalb ist das eher dann positiv, dass wir eine englische Woche haben. Bei Philipp Semmler war noch. Okay. Ja, auch Frage an Herrn Steffen. Marcel Correa muss verletzt raus. Gibt es schon eine erste Diagnose? Wie sieht es auch aus für Dienstag? Und die zweite personelle Frage, Luca Schnellbacher und Kevin Coffey kehren nach ihren Sperren in den Kader zurück. Wie wichtig ist das für euch jetzt in der englischen Woche? Ja, es ist so, dass ich Cello noch nicht gesehen habe nach dem Spiel. Hatte ich viele Interviews. Ich habe ihn kurz auf der Bank gefragt. Er sagte, es geht so. Ja, scheinbar brummt der Schädel. Ich habe aber keine Diagnose und auch keine Aussicht, wie es für Dienstag aussehen wird. Ja, dass wir zwei Mittelstürmer dann wieder noch zusätzlich dazu bekommen, die auch Selbstvertrauen haben, ist sicherlich auch gut. Ja, dass wir da Optionen haben, in der englischen Woche auch aufwechseln zu können. Werden wir sehen, ob wir das tun am Dienstag. Relativ klar ist, dass Schnelli einfach auch wieder in die Mannschaft zurückkehrt, wenn nichts passiert. Bis dahin, dann gehe ich davon aus, dass er auch spielen wird. Gibt es weitere Fragen? Das sieht nicht danach aus. Dann wünsche ich euch erstmal noch eine gute Heimreise. Viel Erfolg in den nächsten Wochen und allen soweit noch ein schönes Restwochenende. Dankeschön.